Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach Spiel 3 der Bietigheim Steelers gegen den ESV Kaufbeuren. Endstand in einem wahren Krimi, 2:1 nach Verlängerung für die Steelers. Links neben mir der Trainer der Gäste, Andreas Brockmann, rechts neben mir unser Coach Kevin Godet. Wie immer das erste Wort von unseren Gästen. Andi, dein Statement zum Spiel? Ja, guten Abend. Ja, ich glaube, wir sind heute, haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht und haben sehr kontrolliert gespielt. Defensiv sehr gut gestanden, haben vielleicht den ersten Schuss ab und zu mehr gegeben, aber was wir heute sehr, sehr gut gemacht haben, wir haben relativ wenig Nachschüsse lassen. Was einmal durchgegangen ist, war der Stefan da, sind 1-0 in Führung gegangen. Zweiten Drittel haben wir gewonnen, aber der dritten Drittel, wir wollten natürlich das 1-0 verteidigen, aber wir haben jetzt auch nicht nur, dass wir nur uns hinten reingestellt haben, gute Strafe bekommen. Powerplay-Tor, weiß nicht, ich habe gedacht, dass es ein hoher Stock ist, aber gut, wenn der Schiedsrichter sagt, ist keiner, dann war es eben keiner. Und dann ist eben so Overtime, glaube ich, beide Mannschaften die Chance gehabt zum Entscheiden und man sieht natürlich mit Knight, der ist nicht umsonst der Topscorer in der Liga und solche Spieler machen halt dann in solchen Situationen auch den Unterschied und sind natürlich nicht glücklich, aber meines ist, es geht weiter, steht 3-0 und wir werden am Freitag probieren, das erste Spiel zu gewinnen. Danke. Danke, Andi. Kevin, dein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Wir waren sehr solide heute, wir haben nicht viele Chancen zugelassen. Ich hatte ein bisschen Angst, wenn man 2-0 vorne ist und du spielst zu Hause. Natürlich, du fängst an zu denken, sieht sehr gut aus. Und normalerweise, man macht viel Fehler in solchen Spielen. Aber wir waren sehr solide in Defense. Wir haben in der ersten Drittel keine Chance gegeben und viel gehabt. Und man muss sehen, sagen, dass man sieht, warum was war die MVP der Liga. You know, heute er war hervorragend im Tor. Die ersten zwei Spiele, vielleicht er war nicht top, aber heute war er top. Er war wirklich hervorragend. Man sieht wirklich, warum es so gut ist. Und die Kaufbeuren-Mannschaft, wie immer, sie kämpfen bis zum Ende. Und wir haben natürlich, ich war sehr glücklich, diese Tore schießen. An die Überzahl und dann, wie Andy hat gesagt, die Verlängerung war offen. Beide Mannschaft hätten können. Und natürlich bin ich glücklich, dass wir einen Weg gefunden haben zu gewinnen. Dankeschön. Danke, Kevin. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja. Frage geht an Kevin Godet nach David Wrigley. War er draußen, weil es ja heute der Alfred Hascher gepfiffen hat und es ja mal eine Vorgeschichte gab zwischen diesen beiden? Ich glaube, in Bayreuth war es. Das war nicht die Schiedsrichter in Bayreuth. Nee, das war nicht der, das ihm 5 Spiel gegeben. Das war ein anderer Schiedsrichter. So. Das hat nichts zu tun mit das. Okay, gibt es weitere Fragen? Dem scheint mir nicht so. Dann wünschen wir erst einmal den Gästen einen guten Nachhauseweg nach Kaufbeuren. Am Freitag geht es ja schon weiter mit Spiel 4 um 19.30 Uhr in der Sparkassenarena in Kaufbeuren. Die beiden Trainer darf ich dann jetzt im Prinzip Feierabend und begrüßen darf ich René Rodorisch, Geschäftsführer der DEL2. Applaus jetzt? Gerne. Applaus jetzt? Ja, hallo René, dein Statement zu diesem wirklich Krimi-Spiel. Ja, es sind Playoffs und ich glaube, wir können sehr, sehr froh drüber sein. Ich glaube, das macht eben diese Playoff-Runde aus. Es ist unheimlich spannend, wenn so ein Spiel eben in die Verlängerung geht, ist das für alle Nervenkitzel. Und die Verlängerung hat ja auch einige Chancen gehabt. Insofern ist das genau das, was wir sehen wollen. Es ist die beste Zeit des Eishockeys und ich glaube, das haben wir heute erlebt. Kompliment natürlich an Bietigheim. Glückwunsch auch zum Sieg. Aber man muss genauso sagen, Kompliment und Glückwunsch an Kaufbeuren, die hier ein unheimlich gutes Spiel wieder geliefert haben. Unglaublich gute Saison spielen, muss man ehrlich sagen. Und wie die hier Paroli bieten gegen so ein Top-Team, ist wirklich aller Ehren wert. Und jetzt schauen wir mal, was Spiel 4 dann bringt. Ja genau, weil ich meine, der vierte Sieg ist der schwerste und am Freitag, vielleicht geht es ja auch noch am Sonntag weiter. Letzte Woche ja ein wichtiges Datum für die DEL 2 und die DEL, der 31.3., Stichtag zu den Bürgschaften. 6 Clubs haben Sie ja gebracht. Wie ist so dein Gefühl? Läuft es diesmal anders wie im letzten Jahr? Ja, ich hoffe schon. Wir sind letztendlich angetreten, um eben das, was wir letztes Jahr nicht geschafft haben, dieses Jahr zu schaffen.
Das war nicht einfach. Wir wissen, Bremerhaven haben wir verloren. Wir hatten zwei ungeklärte Stadienthemen von zwei Standorten, die im Risiko letztes Jahr waren und die mussten entsprechend ausgeglichen werden. Aber am Ende bin ich der Meinung, haben wir es geschafft. Wir konnten entsprechend einreichen, insofern auch vor allem an den Standort Bietigheim, an die Unterstützer der Steelers, die hier in den letzten Wochen und Monaten mitgeholfen haben, die Bürgschaft für Bietigheim bereitzustellen. Ein großes Dank. Das ist nicht einfach, egal ob es ein großer, ein kleiner Standort ist. Die Standorte, die im Boot sind, die haben alle in den letzten Wochen unheimlich viel Arbeit da reingesteckt. Das betrifft Dresden, das betrifft Rosenheim, das betrifft Garmisch, Kassel, Frankfurt und eben die Bietigheim Steelers. Und momentan können wir glücklich sein. Wir haben fristgerecht eingereicht. Ich glaube, wir haben auch aus dem letzten Jahr gelernt, haben mit der DEL viel ausgewertet, haben auch präzisiert die Anforderungen nochmal. Und ich glaube schon, dass wir da im Rahmen der Präzisierung die Unterlagen ordnungsgemäß eingereicht haben. Die DEL wird es jetzt entsprechend bewerten. Und ich gehe davon aus, dass wir bis allerspätestens Ende April da ein Statement bekommen. Und dann hoffen wir eigentlich, dass wir den wichtigen Schritt für unsere Liga und für unsere Clubs gegangen sind und dann über Auf- und Abstieg wirklich reden können. Alles klar. Danke dir, René. Dann bist du für heute auch entlassen, wünschen dir eine gute Heimfahrt und vielleicht sehen wir uns in diesen Playoffs ja nochmal in Bietigheim wieder. Allen anderen noch einen schönen Abend. Ade.